In diesem Video möchte ich zeigen, wie meine Videos in der Regel entstehen und außerdem zeigen, wie man die Videos so wie ich machen kann. Das Video soll jetzt in drei Abschnitte gegliedert werden. In dem ersten Abschnitt machen wir ein kurzes Beispiel, wo ich das halt zeige. In dem zweiten Teil möchte ich jetzt was zu der Software sagen, die ich verwende und wie man die jetzt zu Hause zum Laufen bekommt. Und in dem dritten Teil etwas zu den Grenzen der Software sagen. An einigen Stellen verwende ich auch selbstgeschriebene Programme und die sind noch nicht perfekt. Und dabei handelt es sich eher um funktionierende Prototypen. Also für mich sind sie gut genug, aber mir ist es wichtig, an dieser Stelle zu sagen, wo die Grenzen dieser Software liegen und was muss man machen, damit man jetzt an diese Grenzen nicht stößt. Warum mache ich dieses Video? Wir befinden uns momentan im Jahr 2021 mitten in der dritten Welle der Corona-Pandemie. Ich hoffe, dass es sich auch um die letzte Welle handelt. Was diese Pandemie aber bewirkt hat, viele Kolleginnen und Kollegen haben sich jetzt intensiv mit dem digitalen Unterricht auseinandergesetzt. An vielen Schulen wurden Dienst-iPads angeschafft und mittlerweile bin ich der Meinung, dass, so wie ich die Videos drehe, auch für andere Kolleginnen und Kollegen vielleicht interessant sein könnte. Und dieses Wissen würde ich gerne teilen oder besser gesagt, diese Erfahrungen, die ich gesammelt habe, würde ich gerne weitergeben. Die meisten Aufnahmen funktionieren folgend. Ich mache mir Folien auf einem iPad. Der Grund ist, also mit diesem Stift und dem Display komme ich am besten klar, was das Schreiben angeht. Dann werden die Sachen auf den Computer übertragen. Hier sieht man aber auch schon, dass das sich was verändert hat. Also hier haben wir eine ziemlich krumme Kreise und keine Farben. Wenn ich das auf den Computer übertragen habe, editiere ich das Ganze noch, da kommen Farben hinzu und dann kann ich auch mit ein paar geometrischen Formeln arbeiten. Außerdem kann ich hier mit der Tastatur, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann, die Dinge halt ein bisschen durchschalten bzw. so tun, als ob die Dinge live geschrieben worden wären. In meinem Setting benutze ich auch zwei Monitore für die Aufnahmen. Das ist jetzt sozusagen mein Bildschirm, auf dem die Aufnahmesoftware läuft. Das ist OBS Studio. Genau, in den meisten Fällen verwende ich auch hier das Kondensatormikrofon und unten die Tastatur, die ist in den letzten Monaten eigentlich nur dafür da, um das Mikrofon mit dem Computer zu verbinden. Eigentlich habe ich auch noch einen dritten Bildschirm, aber den nutze ich nur während der Videokonferenzen im Homeschooling. Da habe ich noch die Möglichkeit, mir dort irgendwelche Notizen einzublenden. Um meine Tafelbilder zu erstellen, verwende ich die Software GoodNotes. So, starten wir mal die Applikation und erstellen ein neues Dokument, ein Notizbuch. So, und hier habe ich für mich eine Vorlage erstellt namens Background, damit die Dimension von diesem Blatt Papier zu der Standard Full HD Bildschirmauflösung auf dem Computer passt. Okay, das Notizbuch braucht einen Namen. Ich nenne das einfach mal Test und klicke auf Erstellen. So, nun kann man einfach das Blatt beschreiben. Das wird unsere erste Folie sein. So, dann machen wir ein Bild eines Quaders. So, natürlich kann man hier
alles verschieben, wie man jetzt lustig ist. Und zweite Seite wird dann die zweite Folie sein. Und hier irgendeine Zeichnung. Das soll hier jetzt die Sonne darstellen. Okay, das ist jetzt etwas, was wir gleich auf den Computer aufnehmen wollen. Das soll dann auch animiert und editiert werden. Okay, das bedeutet, wir müssen das Ganze exportieren. Klicken hier auf Exportieren. Und zwar alle Seiten. So, es gibt drei Möglichkeiten. Einmal PDF, Bild oder GoodNotes eigenes Format. Wir entscheiden uns für PDF. Seitengrund einschließen möchten wir nicht. Das ist halt der Hintergrund mit dem Karo-Muster. Das soll jetzt nicht mit exportiert werden. Die Anmerkungen ist das, was wir jetzt gerade mit dem Stift geschrieben haben. Und Handschrifterkennung aktivieren brauchen wir an dieser Stelle auch nicht. Das wird von uns nicht benutzt und der Export dauert nicht so lange, wenn wir dieses Häkchen hier wegmachen. So klickt man auf Exportieren. Dann kann man die Datei an sich selbst vielleicht per E-Mail schicken oder man benutzt dort irgendeinen Cloud-Dienst. Nun habe ich die Datei auf den Computer übertragen. Wir sehen die Datei Test in dem Format PDF. So, wenn wir die Datei öffnen, sehen wir unsere beiden Seiten. Nur das Hintergrund ist jetzt halt weiß geworden und die Kästchen sind verschwunden. Okay, wir wollen jetzt die Datei editierbar machen und kommen zu dem ersten selbstgeschriebenen Teil. So, klicken jetzt mit der rechten Maustaste hier drauf, wählen Senden an und die Software, die ich verwende, hier heißt PDF to TCA. Wenn ich jetzt so draufklicke, öffnet sich so eine Kommandozeile und es ist eine neue Datei hinzugefügt worden namens Test. Diese hier ist aber ein HTML-Dokument. Wir sehen, dass die Größe ein wenig zugenommen hat. Wir können auch die Datei jetzt öffnen. Und es sieht eigentlich genauso aus wie davor. Ich mache es ein bisschen kleiner. Es gibt aber keine Trennung mehr zwischen den Seiten. Und die Folien wurden jetzt einfach untereinander gezeichnet. Nun soll es darum gehen, diese Datei zu editieren. Dazu verwende ich Software, die ich hier auf YouTube schon vorgestellt habe. Ich verlinke das einfach. Mittlerweile ist die Software auch im Internet zu erreichen und am besten funktioniert sie meiner Meinung nach mit dem Google Chrome Browser. Man erreicht das Ganze unter programme.tagas-edu.de und hier mit dem ersten Link gelangen wir zu dem digitale Tafelprogramm. Ich öffne das in einem neuen Tab. So, hier kann man bereits kritzeln. Wir wollen aber die Datei laden. Zuerst muss die Datei ausgewählt werden. Hier die Testdatei, wichtig, von Typ HTML. Öffnen und mit diesem Button wird die Datei jetzt geladen. So, noch gibt es hier einen Fehler und zwar sind wir eigentlich schon in dem zweiten Frame. Beim Laden ist diese Anzeige hier noch nicht aktualisiert. Wenn wir jetzt zurückgehen und wieder nach vorne, ist jetzt alles auch anzeigetechnisch wieder in Ordnung. Und hier haben wir die Möglichkeit, Dinge zu verschieben, die Größe zu ändern, die Farbe zu ändern, Linienart bzw. auch die Linienstärke. Okay,
So, um das abspielbar zu machen, müssen die sogenannten Slides hinzugefügt werden. Zum Beispiel wollen wir, dass dieser Quader hier nach den Folien erscheint. Dazu markiere ich das und gehe auf den nächsten Slide. Wenn wir jetzt zurückgehen, ist unser Quader weg. Einmal vor, ist er da. Mit diesem Button starten wir so die Summation des Zeichnens ein. Und mit dem Play-Button wird das Ganze geschrieben. Es ruckelt aber so ein bisschen. Und das ist etwas, was ich nicht so schön finde. Und ich könnte jetzt in dieses Programm erstmal keine Lösung dazu einbauen. Aber wenn wir jetzt diese Datei, die wir jetzt hier erstellt haben, speichern, wird es heruntergeladen mit dem Namen tablica.html. Nun gehen wir wieder zu den Programmen und mit dem zweiten Programm, Presentatia, haben wir etwas, was im Prinzip ähnlich aussieht. Auch hier können wir eine Datei auswählen. Diesmal das, was wir heruntergeladen haben. Hier Tablica öffnen. Und Datei laden. Und jetzt können wir mit der Taste P uns alles hier anzeigen lassen. Wenn ich jetzt nochmal P drücke, gehen wir dann zu der zweiten Folie und alles wird hier animiert gezeichnet. So, davon mache ich dann eine Bildschirmaufnahme. Was ich dann noch mache, ist dann hier diese Bedienelemente auszublenden und mit der Taste F11 kann man einen Vollbildmodus starten und sich durch diese Folien hier durchklicken. Okay, das Editieren und Abspielen funktioniert in den Webbrowser. Damit ist die Nutzung relativ unkompliziert, behaupte ich mal zumindest. Was wir aber auch brauchen, ist die Umwandlung von der PDF in das Format, was man jetzt hier auch abspielen kann. Und hier wird es ein wenig komplizierter. Also diese Software hat jetzt keinen Installer. Wir werden jetzt einige Schritte einfach per Hand machen müssen. Die gute Nachricht ist, wir müssen das nur einmal im Leben machen und danach wird es funktionieren. Wir laden jetzt einmal diesen ZIP-Ordner herunter und gehen direkt rein. Dort befinden sich 5 Dateien. Einmal die PDF Background. Das ist jetzt die Vorlage für diesen karierten Hintergrund bei GoodNotes. Dazu zeige ich noch, wie man diese Vorlage dann lädt. Lies mich Datei, da werden die Schritte beschrieben, die durchgeführt werden müssen. Und 3 weitere Dateien. Unter Windows brauchen wir nur die 3. und die 5. Die 4. ist für die Linux-Nutzer. Darauf werde ich erstmal aber nicht eingehen. Ich gehe mal davon aus, dass wenn jemand Linux benutzt, ist man auch in der Lage, eine Python-Datei zu starten. So, gehen wir einmal in LISMICH rein. So, und dort gibt es Schritte, die durchgeführt werden müssen. So, Schritt Nummer 1, diese Datei PDF to TCA. .bat, was Windows nicht anzeigt, muss in diesen kryptischen Ordner kopiert werden. Das machen wir also. Also das hier kopieren. Ich öffne mal ein neues Fenster hier. So, und jetzt tippen wir hier shell.sendTo. So, in diesem Ordner befinden sich Dateien, die dann in dem Kontextmenü unter dem Punkt Senden an auftauchen.
Und wir kopieren jetzt unsere PDF-to-TCA-Datei in diesen Ordner und jetzt taucht es bereits in dem Kontextmenü auf. Also wenn ich jetzt hier unter Senden anklicke, ist PDF-to-TCA da, lösche ich die Datei, taucht es nicht mehr auf, einfügen und hokus pokus, ist es wieder aufgetaucht. Noch funktioniert es nicht. Diese Datei muss noch angepasst werden. Das passiert in diesem Schritt. Wir müssen einen Pfad zu der Datei pdf-to-tca-win für Windows-Inkscape1.py eintragen. Dazu gehe ich nochmal zu den Downloads. So, öffne diesen Ordner und kopiere diese Datei heraus. Gehe jetzt einfach wieder zu den Downloads. So, und wie kommen wir jetzt zu dem Pfad? Hier unter Eigenschaften. Es ist all das, was hinter C-Doppelpunkt auftaucht. Also wir brauchen das bis hier ans Ende zu markieren, diesen Text markieren. So, jetzt zurück zu PDF to TCA. Diese Datei muss editiert werden und das möchte Windows natürlich auch nicht einfach so via Rechtsklick machen. Wir müssen das irgendwie in den Texteditor schieben. Ich starte mal hier eine neue Datei. So, und verschiebe das hier rein und wir sehen, dass dieses Skript aus zwei Zeilen besteht und wir müssen Pfad einfügen durch das ersetzen, wo sich diese Datei befindet. In meinem Fall ist es dann der Ordner Users, Tests, Downloads und dann haben wir schon diese Datei. Jetzt einmal speichern. Fertig. So, der nächste Punkt. Wo sind die Downloads? Da. Lies mich nochmal öffnen. So, jetzt müssen wir Python 3 installieren. Hier geht es tatsächlich über den Microsoft Store. Einmal hier Python. Drei anklicken und dann kann man sich für eine dieser Versionen entscheiden. Ich habe selbst jetzt die Python 3.9 Version installiert, aber 3.8 und 3.7 wird auch funktionieren. Also draufklicken und falls nicht installiert, hier installieren. Wie gesagt, bei mir ist es schon hier der Fall. So, dann brauchen wir die Software Inkscape. Am besten kopieren und in einen Internetbrowser einfügen und dann sind wir hier unter inkscape.org. Auf Herunterladen. So, und dann können wir uns die Windows-Version von, in den meisten Fällen wird es wohl 64-Bit sein, 64-Bit-Version sein und dann wählt man entweder den Installer in Excel-Format oder in einem MSI-Format, also eins von den beiden muss man sich herunterladen und installieren. So, nachdem man das gemacht hat, muss man eine sogenannte Umgebungsvariable setzen. Der Grund ist, wir verwenden die Software Inkscape, um die Umwandlung von PDF in HTML stattfinden zu lassen.
Und dazu muss Inkscape von der sogenannten Konsole erreichbar sein. Und das klappt in dieser Konstruktion nur dann, wenn die sogenannte Umgebungsvariable gesetzt wird. Dazu müssen wir die Windows-Taste klicken. Das ist die, die sich jetzt zwischen Steuerung und Alt befindet. Und dann den Buchstaben R auf der Tastatur drücken. So, dann bekommt man jetzt so ein Ausführungsfenster und da tippen wir sysdm.cpl. So. Und unter Erweitert gibt es hier die Umgebungsvariablen. So, jetzt klicken wir hier auf Pfad, bearbeiten. So, bei mir ist das schon eingefügt. Ich lösche das mal hier, um zu zeigen, wie das Einfügen funktioniert. Also jetzt eine neue Umgebungsvariable, dann auf Durchsuchen. Und jetzt müssen wir den Ordner finden, wo Inkscape installiert ist. Das ist dann in der Regel dieser PC, lokaler Datenträger, Programme, Inkscape und dann den Bin-Ordner. Okay, okay. Und fertig. So, wenn wir alle Schritte durchgeführt haben, wird dann PDF to TCA. Also dieser Eintrag unter dem Menüpunkt Sende an auftauchen. Und wenn wir Python und Inkscape installiert haben und die Umgebungsvariable gesetzt haben, ist die Software auch lauffähig. Okay, wie kann man jetzt nur diese Background.pdf als eine Vorlage bei GoodNotes einfügen? Dazu müssen wir in die Einstellungen von GoodNotes gehen. Also wir dürfen uns nicht in einem Notizbuch befinden, sondern in eine Ebene höher. Und jetzt hier auf die Einstellungen klicken. Notizbuch Vorlagen. Und nun können wir hier auf Importieren klicken aus einer Datei. Und wenn wir diese PDF zuvor heruntergeladen haben, also bei mir befindet sie sich bereits unter Download, also hier sogar einmal falsch geschrieben, wenn ich jetzt hier drauf klicke, so dann taucht diese PDF als Vorlage auf. Genau, also das möchte ich jetzt hier natürlich nicht haben. Die hier lösche ich jetzt. Okay, kommen wir zu ein paar Sachen, die bei dem Import vielleicht irritieren würden. Also was funktioniert ist, man kann das, was man geschrieben hat bzw. gezeichnet hat, verschieben, also woanders platzieren. Das klappt gut. Bei dem Import spielt die Farbe keine Rolle. Also wenn ich jetzt hier etwas in Rot schreibe, wird das Ganze dann also in schwarzer Farbe importiert und auch die Dicke wird auch verworfen. Alle Striche werden die gleiche Stärke haben. Also wenn man jetzt die Linienstärke und die Farbe verändern möchte, muss man das nach dem Import in der Online-Tafel dann verändern. Genau, dann was nicht funktioniert ist, wenn man jetzt in GoodNotes die Größe verändert oder beziehungsweise wenn man auch die Sachen dreht, dies wird zu einem fehlerhaften Import führen. Die Sachen werden dann falsch dargestellt. So, und die letzte Sache, die viele vielleicht irritieren wird oder irritieren würde,
Die Dateien, die jetzt bei den, also die Dateiennamen und die Ordner, die bei dem Import eine Rolle spielen, diese dürfen keine Leerzeichen beinhalten. Das hat technische Gründe, also in den Skripten, die da verwendet werden, werden Leerzeichen als Trennung zwischen zwei Befehlen interpretiert. Und deshalb werden Leerzeichen in Ordnern bzw. in den Dateien zu Problemen führen. Der Import wird einfach nicht funktionieren. Also dann müsste man die alle beteiligten Ordner und die Dateien dann entsprechend umbenennen. An dieser Stelle möchte ich erklären, wie diese Umwandlung von den PDF-Dateien in HTML-Dateien funktioniert. Also wir klicken auf unsere PDF-Datei, wo sich unsere Folien befinden. Mit der rechten Maustaste, da öffnet sich ein Kontextmenü. Wir wählen Senden an und dann haben wir dort eine Auflistung von allen Programmen, die sich gerade in dem Ordner Sende an befinden. Und dort haben wir PDF-to-TCA reinkopiert. PDF-to-TCA ist eine Batch-Datei, die im Wesentlichen aus einem Befehl besteht. Es wird das Programm Python aufgerufen, das wir zuvor installiert haben. Dann hier etwas verkürzt dargestellt, im Wesentlichen ein Python-Skript, eine .py-Datei. Und hier Prozentzeichen 1. Das ist ein Platzhalter für diese Datei, die wir ursprünglich mit der rechten Maustaste angeklickt haben. Ja, also Python wird aufgerufen, eine Skriptdatei wird gestartet und auf diese PDF-Datei wird dann jetzt verwiesen. Eine Python-Skriptdatei ist einfach eine Liste von Befehlen, die dann nacheinander ausgeführt werden. So, auf der nächsten Folie sehen wir schematisch, was durch diese Befehle dann erreicht wird. Als erstes liegen unsere Folien als eine PDF-Datei vor und im ersten Schritt wird ermittelt, aus wie vielen Seiten diese PDF besteht und dafür wird auf der Kommandozeilenebene von Python aus das Programm PDF-Info aufgerufen mit dem Ziel, die Seitenanzahl zu ermitteln. So, hier eine Darstellung, es soll verdeutlichen, dass im Moment diese PDF-Datei eine binäre Datei ist und wenn man diese mit einem Texteditor öffnet, ist sie für einen Menschen nicht lesbar. Wir brauchen ein weiteres Programm, was das für uns interpretiert. Früher war es irgendwie Adobe Reader, mittlerweile gibt es ja auch weitere Programme, die diese PDF-Dateien auch lesen können. Zum Beispiel die gängige Internetbrowser. Der nächste Schritt ist, diese Datei mit vielen Seiten in einzelne Seiten zu unterteilen. Und dafür wird wieder auf der Kommandozeile-Ebene das Programm PDF Separate ausgeführt. Und pro Seite in dieser Datei entsteht eine neue PDF. Und die Namen sind auch hier Programm 1.pdf ist die erste Seite, 2.pdf die zweite Seite und so weiter. Also es entstehen weitere binäre Dateien, die dann von dem Programm Inkscape jeweils in eine sogenannte SVG-Datei umgewandelt werden. SVG hat an dieser Stelle den Vorteil, dass wenn wir die SVG-Dateien mit dem Texteditor öffnen, hat man eine Darstellung, die von einem Menschen auch lesbar ist. Und zwar die Striche werden dort als Pfade dargestellt und dann kommt eine Liste von Koordinaten, die von dieser Linie dann getroffen werden. Da gibt es auch Informationen über die Linienstärke, Farbe und so weiter, aber im Wesentlichen interessieren uns nur diese Koordinaten. So, jetzt ist das Problem ja da, dass wir viele einzelne Dateien haben und jetzt geht es nur darum, diese dann zusammenzufügen, dass sie dann auch von einem Internetbrowser dargestellt werden können oder dass sie sich tatsächlich nur in einer Datei befinden und mit einer Anzahl von Python-Befehlen wird dann eine Textdatei geschrieben mit dem
der Bezeichnung HTML, also eine Internetseite, erstellt, wo diese Seiten dann, diese Bilder dann zusammengefügt werden, und am Ende entsteht eine HTML-Datei mit diesen Bilddateien. Und das hat den Vorteil, dass es sowohl von dem Browser dargestellt werden kann, als auch es von einem Menschen lesbar ist in einem Texteditor. So, nachdem die HTML-Datei entstanden ist, werden die Zwischenschritte, diese Zwischendateien, nicht mehr benötigt und werden dann auch gelöscht. Genau, wenn man jetzt in diesen Python-Skript reinschaut, wird man auch feststellen, da gibt es irgendwie auch Transformationsbefehle. Der Grund ist, ich weiß nicht warum, aber es passiert Folgendes. Also ich habe das jetzt so dargestellt, also in der PDF haben wir unsere PDF-Seite hier als Zeichenblock dargestellt und den Inhalt dieser Seite. Wenn wir jetzt den Import starten, sieht es auf dem Bildschirm genauso aus wie davor. Aber die Seite an sich wurde um 180 Grad gedreht, und damit es für uns dennoch richtig aussieht, wird der Inhalt um 180 Grad gedreht. Das macht den Maschinen nichts aus und es wird für uns richtig dargestellt. Für das Tablizer-Programm ist es nicht so vorteilhaft, und damit ich das nicht umschreiben muss, macht der Python-Skript dann noch Folgendes. Wenn wir diese SVG-Bilder in die HTML-Datei schreiben, wird diese Drehung dann wieder mal rückgängig gemacht, damit wir im Prinzip die ursprüngliche Darstellung haben wie in der PDF. Im Wesentlichen ist es tatsächlich eine Matrix-Multiplikation plus ein Verschiebungsvektor, an sich auch eine nette Aufgabe für die Mathematik-Lehrkräfte unter uns. So, das ist jetzt die zweite Aufnahme zu diesem Thema. Ich habe vor kurzem eine Aufnahme gemacht, wo ich durch den Quellcode der Python-Datei einfach Schritt für Schritt durchgehe. Ich glaube, das ist zu lang und zu technisch geworden, aber ich werde es dennoch hochladen und hier verlinken, falls sich das jemand nochmal antun möchte. Genau. So, was bleibt noch zu sagen? Wenn man das Programm zum ersten Mal startet, wird Windows seine Sicherheitsbedenken äußern. Man weiß ja nicht, woher diese Datei stammt, und man weiß ja auch nicht, was diese Datei tut. Also gerade habe ich es ja erklärt, was da gemacht wird. Aber bei Programmen, die dann irgendwie im Internet gefunden wurden, gilt natürlich Vorsicht. Man soll nicht alles klicken und alles ausführen. Unter Umständen kann man das Betriebssystem beschädigen oder irgendwelche Erpresser-Software auf dem Rechner installieren. Deshalb alles, was dann geklickt wird, passiert auf eigene Gefahr. Beim ersten Versuch von dem Programmstart werden diese Sicherheitsbedenken von Windows geäußert, und es wird zuerst mal ein Fenster dastehen, wo man nur die Auswahlmöglichkeit nicht ausführen hat. Wenn man es trotzdem versuchen möchte oder es trotzdem tun möchte und man mir an dieser Stelle traut, müsste man auf weitere Informationen klicken und trotzdem ausführen. Die Software habe ich mit einer MIT-Lizenz versehen, bei der ich jegliche Haftung für mich ausschließe, und ja, aus Transparenzgründen möchte ich das auch hier an dieser Stelle erwähnen. Also ich habe alles nach bestem Wissen und Gewissen programmiert. Bei mir funktioniert es. Aber wenn die Software dann von anderen benutzt wird, wird diese auf eigene Gefahr verwendet.